Hallo Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 des Jagdguides für Rancho del Arroyo. Heute werden wir uns auf Nachtjagd begeben. In diesem Video wird es als erstes um den Kojoten gehen, dann um den Halsband-Pikari und zu guter Letzt um den mexikanischen Rotluchs. Alle Trinkzeiten dieser Tiere sind nachts. Lasst uns jetzt erstmal auf das Equip schauen, was wir so alles brauchen. Was ihr jetzt braucht, um Halsband-Pikaris, mexikanischen Rotluchs und Kojoten zu jagen, ist die Ranger 243. Die deckt Waffenklasse 2 bis 6 ab. Außerdem könnt ihr noch die Silokin mitnehmen. Die könnt ihr dann allerdings nur für die Halsband-Pikaris benutzen. Denn die sind Waffenklasse 4. Was ihr dann auch noch braucht, sind Caller. Und zwar braucht ihr hier die Räuberlockpfeife Hase und den Wildschweincaller. Mit dem Wildschweincaller könnt ihr die Halsband-Pikaris anlocken. Mit dem Hasencaller könnt ihr den Kojoten und den mexikanischen Rotluchs anlocken. Was ich euch auch noch empfehle, was ihr mitnehmen solltet, ist auf jeden Fall Geruchsreduzierer. Weil sowohl die Halsband-Pikaris als auch die Kojoten und auch der mexikanische Rotluchs haben einen sehr guten Geruchssinn. Das heißt, auch wenn der Geruchskegel nicht vollständig in deren Richtung zeigt, ja, sie werden euch einfach riechen. Ihr braucht für Nachtjagd auf jeden Fall Geruchsreduzierer. Was ihr für eine Nachtjagd natürlich auch nicht vergessen dürft, ist das Nachtsichtfernglas, enthalten im Hightech-Hunting-Pack. Also, falls ihr das noch nicht besitzt und diese Tierarten bejagen wollt, es ist eigentlich ein Muss. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, als erstes geht es jetzt um den Kojoten. Dafür wollt ihr die Tränkegebiete ausfindig machen. Geht am besten an die Seen und schaut, ob ihr da ein paar schöne Kojoten spotten könnt. Am besten jagt ihr die Kojoten auch wieder hier von Dreibein aus, damit ihr auch einfach hier vermeidet, zu viel Jagddruck zu erzeugen und die Gebiete somit zu zerstören. Was ihr auf jeden Fall braucht für die Kojotenjagd, ist das Nachtsichtfernglas. Das ist im Hightech-Hunting-Pack enthalten. Und unverzichtbar für die Kojotenjagd, weil sie halt erst ab 21 Uhr trinken. Viele Kojoten sind auch erst später in den Gebieten. Ich habe festgestellt, dass direkt ab 21 Uhr oder kurz nach 21 Uhr noch gar nicht so viele Kojoten da sind. Also vielleicht jagt ihr erst ab 22 Uhr oder 22:30 Uhr die Kojoten und habt dann eine bessere Chance, dass die Gebiete besser besetzt sind. Die besten Waffen, die ihr nehmen könnt für die Kojoten, sind die 243, die 223. Ihr könnt auch das Luftgewehr nehmen oder die 420 Gramm Pfeile funktionieren genauso gut. Es ist schwierig, Kojoten mit Bogen zu jagen, aber ja, warum nicht mal eine Challenge, ne? Challenges sind manchmal einfach nötig. Okay, hier haben wir jetzt anscheinend einen ganz guten Spot erwischt. Hier sind drei Kojoten am Trinken. Und die sind jetzt relativ weit weg, über 200 Meter. Was ihr jetzt machen wollt, ist das große Visier auf die Ranger zu packen. Damit könnt ihr einfach ein bisschen weiter reinzoomen und eventuell guten Schuss absetzen. Ja, gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Vielleicht können wir noch einen Schuss nachsetzen. Der hat nicht mal getroffen. Ja, okay. Die Kojoten werden sich nicht allzu weit aus ihren Gebieten entfernen. Das heißt, wenn ihr Kojoten geschossen habt, es waren mehrere drumherum, könnt ihr ruhig mit ein paar Warnrufen rechnen.
Okay, ich schau mal, wo wir diesen Burschen denn erwischt haben. Muskel und dann Muskel, Kreuz und Steißbein. Ja, auf 251 Meter gar nicht mal so einfach. Es gibt einen See, den nennen viele liebevoll Loch oder auch Kratersee. Da gibt es nur einen Ein- und Ausweg für die Tiere. Dort werdet ihr eigentlich immer ein Gebiet mit Kojoten finden. Dieser See ist wirklich ziemlich klein. Also dort gibt es ein Tränkegebiet. Und sie flieht jetzt in die falsche Richtung. Sie kann hier nicht raus. Ich denke mal, auf der anderen Seite wird sie gleich stoppen und dann können wir dort einen guten Schuss reinsetzen. Okay. Ja, das war's auch schon von diesem See. Manchmal sind hier mehrere Kojoten, jetzt waren hier nur eine. Aber das hier ist eigentlich auch eher ein Hotspot für die Halsband-Pekaris. Bedenkt immer, habt genug Geruchsreduzierer dabei, wenn ihr auf Kojotenjagd geht. Ihr werdet ihn brauchen. Wenn ihr Kojoten effektiv rancallen wollt, dann benutzt ihr den Häschencaller. Der hat eine Reichweite von 200 Meter, also Standard. Und dann callt ihr einfach, was das Zeug hält. Die Kojoten befinden sich halt, wie man sieht, fast überall auf der Karte. Überall die größeren Seen, die kleineren Seen. Ihr werdet sie wirklich fast überall finden. Also stellt euch Zelte an die Seen, stellt die Uhrzeit um und los geht die Kojotenjagd. Als nächstes haben wir hier den Halsband-Pikari. Für den Halsband-Pikari werdet ihr auch wahrscheinlich verschiedene Futtergebiete finden, so wie ich jetzt hier gerade. Die Futtergebiete könnt ihr auch effektiv bejagen, aber ich empfehle euch, die Tränkegebiete zu bejagen. Wenn ihr die Halsband-Pekaris rancallen wollt, dann nehmt ihr den Schweinchencaller, der auch eine Reichweite von wieder 200 Metern hat. Wenn Tiere in ihren Bedürfnisgebieten gerade sind, kann es ein bisschen dauern, bis sie wirklich auf diese Caller reagieren. Der Halsband-Pekari ist ein Tier der Waffenklasse 4. Das heißt, ihr könnt gut zum Beispiel die Solokin nehmen, so wie ich das tue. Trinken tun die Halsband-Pekaris von 0 Uhr bis 3:30 Uhr. Nutzt diese Zeit aus, sucht ihre Gebiete auf. Sie sind fast überall auf der linken Seite der Map zu finden. Hier haben wir ein schönes Bedürfnisgebiet mit so einigen Halsband-Pekaris. Und ich habe da gerade noch ein Weibchen gesehen, die ziemlich hell aussieht. Und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Da stehen sie alle. Ich denke mal, 175 Meter ungefähr sind genug. Jetzt habe ich auch wieder das große Visier drauf. Gerne den Vierer da noch mitnehmen. Schauen wir mal, ob es klappt. Die Dame geht auf jeden Fall down und der Vierer rennt weg. Ja. Schade. Wenn ihr so eine große Gruppe vor euch habt, dann versucht auf jeden Fall ein Dreibein hier aufzustellen und die Schweinchen dann auch wieder zurückzucallen. Ja, wie ihr seht, kommen die Schweinchen auch so langsam schon zurück. Aber ich habe jetzt nicht so wirklich den guten Schuss auf große Vierer oder schöne Dreiermännchen. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Weibchen aufheben. Und ich denke mal, sie ist leuzistisch. Schauen wir mal.
Und da sind wir auch schon da. Sie sieht wirklich schön aus. Oh, es ist schwierig, jetzt einen schönen Trophäenschuss zu bekommen. Es ist wirklich dunkel. Okay. Leutzistisch? Ja? Schauen wir. Und sie ist leutzistisch. Silber 39,7 Punkte aus 175 Metern Entfernung. Natürlich stopfe ich mir die aus. Sehr schönes Schweinchen. Okay, dann schauen wir uns mal die Map an. Die Halsband-Picaris findet ihr wirklich auf der kompletten linken Seite. Schneidet die Karte einmal durch. Links findet ihr Halsband-Picaris in ihren Tränkegebieten. Wirklich fast an allen Seen dort. Sucht euch einen aus. Wie gesagt, die größeren Seen haben immer mehr Tränkegebiete als die kleineren. Als nächstes geht es jetzt um den mexikanischen Rotluchs. Was ihr dann als erstes tun wollt, ist die Uhrzeit umstellen. Ich bevorzuge die Uhrzeit so um 4:30 Uhr, weil sich dort schon viele Luchse in ihren Tränkegebieten befinden werden. Luchse trinken von 4 Uhr bis 7:30 Uhr. Das heißt, ihr braucht gar nicht mehr unbedingt das Nachtsichtvisier zu benutzen, um Luchse zu jagen. Ihr könnt auch das ganz normale Visier und auch das ganz normale Fernglas verwenden. Um 5 Uhr geht ungefähr die Sonne auf und da ist es schon relativ hell. Das dort hinten ist jetzt wohl ein Luchs mit blauer Fellfarbe. Ja, es gibt diese Rotluchse auch in Blau und da muss ich jetzt rum um den See gehen und werde mir den Luchs auf jeden Fall holen, weil diese Fellfarbe ist eher selten. Um Luchse effektiv zu jagen, bevorzuge ich die Solokin, denn die ist Waffenklasse 3 bis 7, perfekt also für Luchse und benutzt für weite Schüsse das große Visier. Ich befinde mich jetzt gerade hier an diesem schönen See. Dort gibt es einige Gebiete für den Rotluchs. Es werden so 5 ungefähr sein, die ihr an diesem See entdecken könnt und ja, die Luchse dort effektiv bejagen könnt. Wenn ihr nun also so ein schönes Exemplar vor euch entdeckt, nehmt ihr die Solokin, wahlweise natürlich auch jede andere Waffe, und versucht einen schönen Doppellungenschuss zu setzen. Die anderen Luchse, die dann auf der Flucht sind, sind im Moment leider etwas buggy, wie man sieht. Die machen dann so einen kleinen, ja, Katzentanz, wie ich es liebevoll nenne. Und das ist schwierig, die dann zu treffen. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Das ist einmal ein Luchs in hellbrauner Fellfarbe. Oh, und da hören wir den Warnruf eines anderen Luchses, der mich wahrscheinlich bemerkt hat. Und was ihr jetzt machen könnt, ist den Caller rausnehmen, versuchen ihn damit ein bisschen wieder zu beruhigen und euch irgendwo im Gebüsch zu verstecken. Was ihr dann natürlich auch tun könnt, ist euch einfach auf den Boden zu legen und etwas näher ranzurobben, weil die beiden da hinten sind auch schon relativ nah dran. Das ist immer eine ganz gute Alternative, wenn man kein gutes Buschwerk gerade in der Nähe hat. So, jetzt haben wir hier schon ein paar schöne Luchse geschossen. Ich möchte jetzt aber nochmal in das Tränkegebiet gehen, wo ich den blauen Luchs vorhin gespottet hatte. Denn das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Fellfarbe, wie ich finde. Was ihr dann tun könnt, ist euch den Spot zu markieren. Hier ist er ungefähr noch 200 Meter weg. Und rennt dann aber nicht mehr ran. Die Luchse werden euch schnell bemerken. Die haben ein sehr, sehr gutes Gehör. Ihr könnt dann auch ab einer gewissen Entfernung ranschleichen. Ihr könnt auch dann schnell schleichen, das heißt, ihr drückt dann noch Shift, dann seid ihr ein bisschen schneller im Schleichen und ja, kommt so einfach noch ein bisschen schneller voran. Wenn ihr dann wirklich nah genug dran seid, geht auch gerne wieder in die Bauchlage, versucht die Luchse zu spotten und
Wenn es euch gelingt, könnt ihr natürlich auch schöne Schüsse im Liegen abgeben. Und da drüben haben wir dann auch schon die schöne Gruppe der Luchse. Das sind alles Männchen und da ist auch der Blaue dabei. Er sieht sehr, sehr schwarz aus, aber es ist kein melanistischer, es ist ein blauer Luchs. Frontal finde ich es ein bisschen schwieriger, da einen guten Schuss drauf abzugeben. Und auch hier wieder, wenn die Luchse auf der Flucht sind, verbuggen sie, bleiben stehen und machen ihren Katzentanz. Sieht ganz witzig aus, aber schwierig, da jetzt so einen Schuss noch reinzubekommen. Okay, abwarten und Tee trinken. Und da ist der gute Moment auch schon gekommen. Versucht bei Luchsen wirklich immer einen Doppellungenschuss zu machen. Und die beiden liegen. Der andere haut ab, aber ist gar nicht so schlimm. Zwei Luchse haben wir. Dann können wir jetzt nochmal die Zeit zurückstellen und uns außerdem nochmal an einen anderen See begeben. Ich werde jetzt nochmal an den See gehen, ja, wo ich vorher schon einmal war und da vielleicht ein paar Luchse finden. Und als ich dort ankomme, befinden sich so einige Tiere schon auf der Flucht. Ich denke mal, hier sind wir richtig. Hier sind auch ein paar Luchse in der Umgebung gerade am Trinken. Und dort auf der anderen Seite ist gerade ein Weibchen am Trinken. Ich würde jetzt mal sagen, ich gehe mal runter und dann setze ich mich aufs Dreibein. Denkt daran, vom Dreibein aus erzeugt man immer ein bisschen weniger Jagddruck. Also nutzt diese ruhig auch für die Luchsjagd. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Ich jage jetzt schon eine Weile an diesem See und hier sind wirklich nur weibliche Rotluchse. Ich habe bisher hier kein einziges Männchen entdeckt. Ich glaube, das ist wirklich ein Phänomen hier. Keine Ahnung, ob da der Spawn vielleicht irgendwie kaputt ist. Eigentlich ein schöner See, um Luchse zu jagen. Schade drum. Okay, dann schauen wir uns mal die Map an. Ihr seht, überall, wo auch die Halsband-Pikaris am Trinken sind, sind auch die Rotluchse am Trinken. Außerdem haben wir noch Spots unten direkt an der Küste. Einfach dort mal die Küste entlang gehen und schauen, wo bei euch da die Rotluchse am Trinken sind. An den großen Seen werdet ihr natürlich wieder mehr Tränkegebiete finden als an den kleinen Seen. Und ja, mich würde mal interessieren, wie das bei euch ist, an diesem See, wo ich gerade nur Weibchen hatte, ob ihr da vielleicht schon mal ein paar Männchen gespottet habt oder ob ihr vielleicht das gleiche Problem habt. Eventuell wirklich ein Spawnbug? Wer weiß. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und das war's dann auch schon mit Teil 2 des Guides für Rancho del Arroyo. Ich hoffe sehr, es hat euch geholfen, ein paar schöne Kojoten, Halsband-Pikaris und Rotluchse in ihren Futter- bzw. Tränkegebieten zu finden. Schreibt mir Anregungen, Kritik, alles, was ihr loswerden wollt, jetzt gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim Teil 3 des Guides wieder. In Teil 3 des Guides wird es um den Antilopenhasen, um den Ringfasan und den Rio Grande Truthahn gehen. Ja, bis dann. Ich sage erstmal ciao, ciao.